Es ist wieder mal eine Raritätenbestellung angekommen, diesmal fast nur Raketen. Ich habe das Paket schon geöffnet und auch schon das Verpackungsmaterial entfernt, denn es war recht viel. Hier geht's gleich los mit einem Top-Artikel. Jetstar sind alles Raketen von Mugniko aus Silberhütte. Hier noch eine Papierspitze. Ich versuche nicht allzu viel über die Raketen zu sagen, denn wir wollen das ja auch schnell hinter uns bringen. Blingstar mit roten Treiber und Wattepapierspitze. Auch ein schönes Teil. Orionstar. Auch mit roten Treiber und Wattepapierspitze. Das waren die einzigen mit dieser Spitze. Moonlightstar. Mit Pappspitze. Kosmos da. Ebenfalls mit Pappspitze. Denn hier haben wir dreimal die Colors da, allerdings alles verschiedene Ausführungen. Zwar sehen die hier zwar vom Design recht gleich aus, allerdings wenn man sie umdreht, sieht man den Unterschied. Die ist einfach geklammert und die zweifach. Das ist der einzige Unterschied. Aber es ist trotzdem einer. Und dann hier noch eine andere vom Design her. Alle mit Pappspitze. Müsste auch noch eine vierte sein mit Plastikspitze. Aber hier erstmal Nightstar. Hier eine Purple Star. Und hier drei weitere, also insgesamt viermal. Auch hier wieder alles verschiedene Exemplare. Eine mit lilaner Schrift und Plastikspitze. Und dann noch drei mit gelber Schrift. Allerdings ist hier die hier mit Pappspitze hinten geklammert. Und die hier hat eine runde Plastikspitze und die eine spitze Plastikspitze. Ja, ihr seht hier hinten auch nochmal den Unterschied. Die ist nicht geklammert, sondern einfach nur am Treiber festgeklebt. Und das ist die geklammerte. Die geklammerten sind meist besser und auch noch etwas älter. Hier ist die vierte Colorstar. Kann ich ja nochmal kurz die andere raussuchen. Hier vom Design her auch wieder recht gleich oder eigentlich gleich. Bloß die hier hat eine Pappspitze und die eine Plastikspitze. Blinkstar. Die Diamantrakete, auch ein schönes Teil. Denn hier eins der Highlights, Silverstar. Naja, so wie hier zu sehen ist der Effekt nicht, aber trotzdem sehr schön anzusehen. Man hört auch noch die großen Sterne. Das ist bei dieser hier noch besser. Die Royal Star. Ja, echt noch Besonderheiten. Ich kann das auch noch mal mit der hier, der Magic Star, den Größenvergleich machen mit einer Color Star. Und ihr seht, das ist echt ein Riesenteil hier. Auch der Treiber ist extrem groß. Dann haben wir hier eine Flower Star. Die Orion Star mit Pappspitze. Die Golden Star. Auch hier kann man einen deutlichen Unterschied zum Beispiel zur Cosmos Star sehen. Man hört hier richtig die schönen großen Kügelchen und hier hört sich es eher nach Pulver an. Also auch schon da Qualitätsunterschiede, auch wenn die Golden Star natürlich vom Effekt her sehr schön ist. Hier eine zweite Flower Star, diesmal allerdings mit Plastikspitze und nicht mit Pappspitze. Mal nichts von Mugniko, sondern von Keller. Und zwar eine kleine Knallrakete, auch wenn man das nicht wirklich Knall nennen kann, was da rauskommt. So, das war's mit den Einzelraketen. Dann haben wir hier noch ein kleines Set, und zwar das Sterntaler von Nico.
6,30 steht hier drauf, so teuer war es nicht, also das hat vom Wert her abgenommen. Mit zwei Color Star Raketen, einer Purple Star, zwei Fallschirmraketen und zwei Sky Monkeys. Das wird übrigens mein 200 Abonnenten Spezial sein, auch wenn es mittlerweile schon viel mehr sind, aber trotzdem muss das noch kommen und da werde ich dieses Set für euch testen. So, dann war es das generell jetzt mit Raketen. Dann haben wir hier noch ein bisschen Kleinkram. Und zwar haben wir hier einmal den Überraschungsvulkan und einmal Höllenzauber von Vego. Das ist ausnahmsweise mal was Aktuelles. Dann geht's hier weiter. Das sind Extras bis auf diesen Kanonenschlag. Und diese Raudis, die habe ich auch noch bestellt. Ja, dann haben wir hier so ein bisschen Kleinkram. Schwärmer von Komet, Reibkopfknaller, hier ein Böller von EVP und Importeur Pyrotechnik Hamburg. Die haben ja sehr gute Böller gemacht, allerdings ist die Verarbeitung hier nicht mehr so ganz so gut. Ja, eine Sache sollte hier noch sein, da haben wir sie. Und zwar haben wir hier die Triangelsonne von Weco mit alten Warnzeichen. Ja, das war's. Nee, das war's gar nicht. Hier ist noch ein Artikel. Chico Chico von Vego, auch mit dem alten Warnzeichen. Das war wohl mal in der Verpackung drin. Ja, das war's jetzt aber. Dann breiten wir nochmal schnell alles aus, um es mal übersichtlich zu machen. Und dann bis gleich. So, ich habe das jetzt nochmal übersichtlich gemacht. Eins habe ich noch vergessen, hier links sind 6x Pyrocracker von Feistel, die habe ich noch im Paket gefunden. Dann habe ich hier die Raketen mit Plastikspitze aufgereiht, hier die zwei Vulkane von Teen. Dann hier außen sind die zwei mit Wattepapierspitze, hier drinnen die vier mit Papierspitze. Und hier rechts befinden sich die mit Pappspitze. Und hier hinten haben wir dann noch die Chico Chico und hier noch die paar kleinen Extras. Ja, schreibt in die Kommentare, was ihr von den Raketen haltet, von der Bestellung. Ich persönlich finde sie sehr schön. Ein paar schöne Artikel dabei. Und ja, wir sehen uns dann beim nächsten Video.